Ich habe sogar eine neue Quest mit ihr. Dann hat sie jetzt Internet in der Tasche. Kann ich mit dir reden, Toffi? Es geht um Mutter. Oh Gott, Hilfe, echt jetzt? Mutterprobleme? Was hat sie jetzt getan? Heute Morgen kam sie in den Turm und bat mich, für sie zu singen. Ich weiß nicht, wie ich ihr helfen soll. Jetzt, da ich weiß, dass sie mich wieder angelogen hat. Diesmal über das Tal. Und sie hat mich vor den Dorfbewohnern versteckt. Für sie singen, ihr mit meinen magischen Haaren zu helfen. Es fühlt sich seltsam an. Lass uns Fluch auf sie legen. Oh ja, bitte, komm. Was? Oh nein, nein, vergiss einfach, dass ich etwas gesagt habe. Ist schon gut, Rapunzel. Ich habe nur einen Scherz gemacht. Größtenteils jedenfalls. Oh gut, dann will ich nicht, denn ich will nicht, dass ihr etwas Schlimmes passiert. Ich wünschte nur, dass sie für mich zu Besuch kommt und nicht für mein Haar. Ach so, dass sie für mich zu Besuch kommt und nicht für mein Haar. Was wäre, wenn Mutter Godel deine Magie nicht bräuchte, wenn du nicht nur für sie singen müsstest? Oh, das wäre gut, denke ich. Unsere Besuche würden sicherlich anders sein. Okay, das heißt, wir müssen Mutter Godel einfach nur alt werden lassen. Oder? Stimmt eigentlich. Solange sie singen kann, solange Rapunzel singt, während Mutter Godel der Nähe ist, es wird hier immer jung bleiben, ne? So, im Film ist sie ja auch nicht mehr am Leben. Da ist sie ja auch quasi, dadurch, dass Rapunzel ihre Haare abgeschnitten hat. Das wäre übrigens auch ein guter Skin für Rapunzel, den man freischalten könnte, ne? Einen, wo Rapunzel kurze Haare hat. Diese braunen, dunklen Haare. Braune, kurzen Haare, die sie hat. Ne? Was ist, wenn sie dich nicht mehr besucht? Ich nehme an, das könnte passieren. Aber ich bin nicht mehr allein. Ich habe dich und das Dorf. Ich brauche niemanden, der mich nur benutzen will. Das Wichtigste zuerst. Weißt du, woher du deine Magie hast? Nein, Mutter hat gesagt, dass es etwas ist, womit ich geboren wurde. Aber sie hat mir gegenüber nicht immer die Wahrheit gesagt. Vielleicht kannst du sie fragen. Gute Idee. Keine Sage, Rapunzel. Ob du mit deiner Magie geboren wurdest oder ob sie von woanders kommt, ich werde einen Weg finden. Übrigens, eine Sache, die mir persönlich noch eingefallen ist, was vielleicht sein könnte, warum ich die Quest nicht habe. Vielleicht habe ich zu viele Quests noch offen. Das heißt, benutzen. Ja, genau. Leider, ja. Vielleicht habe ich einfach zu viele Quests offen. Das Spiel sagt so, ja, Toffi, wenn du dich nicht langsam ein bisschen anstrengst, dann kriegst du keine neuen Quests mehr, solange du die anderen nicht fertig gemacht hast. Ist nur eine Mutmaßung. Wenn du in Deutschland stabiles Internet willst, darfst du nicht bei einem Anbieter sein, sondern brauchst mindestens eine Fallback-Verbindung. Ja, ich habe zwei Anbieter tatsächlich. Einer für Uploads und eine für Downloads. Uploads wie jetzt für Streams und Downloads für zum Beispiel alles andere hier halt runterladen, Spiele runterladen oder Sachen am Fernsehen gucken, Netflix oder sonst irgendwas, ne? Kannst du sein, dass du die Quest von Eve fertig machen musst? Nee, wie gesagt, Ryan hat schon nachgeguckt und Ryan ist ja direkt an der Quelle und die kriegt das ja mit, was da gemacht werden muss und die hat da ja auch so ein bisschen, ne, den Blick da drauf, deswegen, also wahrscheinlich ist es wirklich ein Bug. Da müssen wir leider damit leben, ich kann es nicht ändern. Oh, Mutter Gutel ist aber nicht hier, oder? Doch. Ja. Steht direkt neben uns. Hast du dir etwa gelauscht, Mutter? Nein, nicht Gaston. Och, Mann, Leute. Steht doch nicht alle auf dem Haufen. Jetzt steht auch Uschi noch da, weißt du? Oh, hallo, Schatz. Wie er redet, ne? Mutter Gotel, ich muss mit dir über Rapunzel sprechen. Oh, was hat mein kostbares Blümchen denn heute vor? Bricht sie noch mehr Regeln und zerbricht mein Herz? Naja. Ja, was hat das mit dem Blümchen auf sich? Hat sie damals den Song gesungen? Wie ein Boom, 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 Boomerang. Ne? Blümchen, ach komm, muss doch jemand kennen. Matthias, hallo. Oh, das ist nur mein kleiner Kosename für sie. Mein zerbrechliches, zartes, rebellisches, kleines Blümchen. Aha, und sie Blümchen zu nennen, hat nichts mit ihrer Magie zu tun, wenn sie für dich singt? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, Toffi. Ich versuche, einen Weg zu finden, Rapunzels Magie zu nutzen, damit sie nicht für dich singen muss, wenn sie nicht will. Was für eine geniale Idee. Ich kann nicht glauben, dass ich nicht daran gedacht habe. Ach ja, stimmt ja, habe ich. Ich habe ja jahrelang nach Antworten gesucht. Du weißt, wie sehr ich die Unabhängigkeit lieben würde. Für Rapunzel. Ja, natürlich nur für Rapunzel, ne? Ja, dann lass uns wenigstens zusammenarbeiten, dann finden wir eine Lösung. Warum sollte ich meine wertvolle Energie für eine Aufgabe verschwenden, von der ich weiß, dass sie nichts bringt? Dann lass es für mich für dich tun.
Ach, na gut. Rapunzels Magie stammt von einer seltenen Blume namens Sonnentropfenblume. Wenn ich meine Sanduhr benutze, kann ich vielleicht ein paar Blütenblätter finden. Wo soll ich suchen? Da du so ehrgeizig bist, nimm das hier. Es ist eine Karte, die ich von den Orten gemacht habe, von denen die Sonnentropfenblumen an denen die Sonnenblumentropfen wuchsen. Jessie, hallo und Dankeschön für den Follow. Bevor sie vertrockneten und ihre Blütenblätter im Wind verstreut wurden. Wenn du welche findest, was du nicht wirst, bring die Blütenblätter zu jemandem, der sich mit Magie auskennt. Vielleicht weiß diese Person, was zu tun ist. Finde die Sonnentropfenblüte mit der Karte und der Sanduhr und bringe sie zu jemandem, der Magie beherrscht. Verstanden. Ja gut, das werde ich ja wohl hinkriegen, ne? Wie alle auf einem Haufen hocken. Das gesamte Valley ist gerade hier, irgendwie das Gefühl. Blümchen erinnert mich an Dunkel an etwas. Ich muss da wieder an so eine Glühbirne denken, die du nicht aufheben konntest. Oh ja, stimmt. Oder die mit Maui, die Aufgabe. Jetzt das war mein erster Bug im Spiel. Diese Essensaufgabe mit Maui, die hat aber nach einem Neustart tatsächlich doch noch funktioniert. So, wir gucken mal die Karte an. Untersuche die Karte im Inventar. Ja. Ich gedacht, das wäre irgendein Bild, aber nein, ich muss sie erstmal benutzen. Mit Ü. So, ach du Scheiße, hä? Okay, also das unterste X da ist auf jeden Fall da, wo Goofy seinen Stand hat, glaube ich. Würde ich mal vermuten. Dann gehen wir mal dahin. Also irgendwo hier. Dann wollen wir die Sanduhr verwenden. Aber das ist doch ein bisschen zu weit weg, oder? Toda, hallo! Upsa. War nicht richtig. Ich kann dich leider noch nicht live anschauen, muss leider wieder gehen, finde es aber voll toll, dass du seit Anfang an dabei bist und sogar immer noch die Updates noch spielst. Oh, Jessie, vielen, vielen Dank dafür. Ja, also ich habe auch Spaß an dem Spiel. Wenn ich jetzt nicht selber Spaß an dem Spiel hätte, würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Aber eben, es ist einfach ein geiles Spiel und macht Spaß. Ich sammle jetzt trotzdem auch mal ein paar andere Sachen. Ich weiß, dass hier nicht das Ding ist, was ich brauche. Aber, es sei denn, das ist auf der Karte auch eingezeichnet. Aber dann kann ich wenigstens die Chance nutzen, auch mal was Sachen zu sammeln. Ne? Ja, stimmt, du bist ja gar nicht Toda, du bist ja Andreas. Stimmt, habe ich ganz vergessen. Der heißt ja jetzt Andreas. Der Witz kam nicht rüber. Ich wollte sagen, er heißt halt anders. Und der Witz war, dass ich anstatt anders Andreas gesagt habe. Der kommt aber nicht rüber, weil Toda ja Andreas heißt. Das heißt, er heißt anders Andreas. Aber nicht Andreas anders, sondern anders Andreas. Verstanden? JB, hallo. Oh Gott. Ich hole gerade deine Videos auf YouTube nach. Bis bald, hoffe ich. Oh, da hast du aber noch viel vor dir. Ja, bis bald. So, das hat also hier nicht funktioniert. Aber ich hieß eigentlich vier Stück. Warte mal. Guck mal auf die Karte. Die Karte müsste jetzt aber wahrscheinlich hier in den Dingern sein, in den Erinnerungen, ne? Genau. Hä? Habe ich jetzt schon wieder einen Bug? Willst du mich verarschen? Oh. Warte. Ich komme hier nicht rüber. So langsam geht mir das Spiel auf den Sack. Ich mag das Spiel, wirklich, Leute. Aber es tut mir langsam... Ich glaube, das Spiel mag mich nicht mehr. Ich kann nicht rüber. Ich kann den Controller nicht verwenden. Krass, wie schlimm das bei dir ist. Ist Wahnsinn, ne? Also momentan habe ich echt das Gefühl, das Spiel hasst mich. Ich gehe nochmal raus, gehe in die Erinnerungen rein und versuche... Es geht nicht. Ich komme nicht rüber. Ich kann es, wenigstens kann ich einigermaßen sehen, was es ist. Also ich muss nicht unbedingt auf diese Karte draufklicken. Ich kann es ja, ich habe da, ne, wenn ich direkt vor der Nase habe, geht es ja einigermaßen. Aber es nervt mich jetzt trotzdem schon wieder so ein kleines bisschen, dass ich da nicht auf das Ding draufklicken kann. Wenn ich jetzt nochmal rübergehe oder sowas und nochmal hier Erinnerungen. Nee, kann ich nicht. Liebe Disney Dreamlight Valley Entwickler, fix your shit. So, aber wie gesagt, es müsste jetzt eigentlich der Platz hier sein, wo ich bin. Oder bin ich falsch?
Ich könnte mal da oben gucken. Vielleicht ist das da oben. Weil hier ist ja nichts mehr. Genau, hier ist kein Schatz. Dann gehe ich nochmal da gucken. Vielleicht ist es hier. Hier drinne vielleicht, weißt du? Sieht zumindest so aus, als wäre hier eine Möglichkeit. Ja. Hast du schon Daisy und Oswald? Oswald kann ich nicht, weil ich ja auch einen Bug habe. Den kann ich leider nicht. Nee, leider habe ich da auch einen Bug. Wir haben es vorhin schon festgestellt. Das geht leider bei mir nicht. Ja, ich habe ein Stück gefunden. Oh, wenigstens das funktioniert. Ja, schön. Okay, das heißt, wir gehen jetzt hier... Wo ist der nächste? Der ist da bei einer Brücke da hinten. Aber wo? Irgendwo ganz weit rechts auf einer Brücke. Okay. Muss mal kurz gucken. Hier, oder? Beim Hain. Beim Heinrich. Also würde ich zumindest vermuten, das sah so aus. Hier beim Hain, bei der Brücke. Ich guck mal. Marius So. Moin Toffi, ich glaube, du hattest eine schöne Woche und hast schon das schon mit Elton bei Schlag den Star gehört. Dass er gefeuert wurde. Ja, aber das ist ja schon etwas länger her, oder? Das ist ja schon eine etwas ältere Geschichte. So, hier war das, ne? Aber die Brücke da wahrscheinlich, die da oben. Ich guck mal da oben. Hast du die Merlin-Quest gelockt in der Aufgabenliste? Hab es eben wegen der Facecam nicht entdecken können. Die gibt's nicht. Ich habe keine. Ich habe keine Merlin-Quest. Das ist ja der Fehler tatsächlich bei mir. Ryan hat schon geprüft. Leider gibt's bei mir diese Merlin-Quest nicht. Oh, guck mal. Zwei auf einer auf einem Haufen. Das muss das bestimmt sein. Ja! Siehst du? Wenigstens klappt das. Das ist doch schön. So, dann müssen wir auf die Karte nochmal gucken. Ja, wahrscheinlich in der Wüste, ne? Irgendwo mitten in der Wüste. Hippie Bong, dankeschön für den Follow. Geiler Name übrigens. Hat er einen Fehler gemacht oder warum wurde er gefeuert? Ja, da gab es ja Gerüchte von wegen, dass er anscheinend sogar vorher schon, bevor er gefeuert wurde, anscheinend auch schon ganz viele, wie sagt man, Mahnungen ignoriert hat oder irgendwie sowas. Okay, das war nicht das Richtige. Achso. Also er wurde anscheinend eben schon ermahnt wegen irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was da drin steckt, ganz ehrlich. Ich glaube, es... Also... Es ist nur meine Vermutung, aber sollte ich diese überhaupt mit euch teilen? Meine Vermutung ist, es gibt ja das Gerücht, dass Stefan Raab seinen eigenen Fernsehsender gründen möchte, im Sinne von Streaming. Ne? Hallo Hippiebomb. dass Stefan Raab so ein bisschen seinen eigenen Streaming-Fernsehsender gründen möchte. Und es ist ja naheliegend, dass Elton dabei ist, weil er Elton ja quasi das Comeback von Stefan Raab auf Instagram so ein kleines bisschen gepusht hat, weil er ja dieses komische Video da hochgeladen hat und so weiter. Ihr habt das alles, einige von euch haben es wahrscheinlich mitgekriegt, am 1. April war da ja so ein Video auf Instagram und so weiter und so fort. Und das war dann auf dem 1. April wurde das Ganze aufgelöst und so weiter. Und dass Stefan Raab quasi gegen Regina Halmich nochmal antritt und boxt und so, das ist ja mittlerweile safe und sicher. Und da gibt es eben das Gerücht, dass Stefan Raab halt eben seinen eigenen Fernsehsender im Sinne von Streaming-Fernsehsender gründen möchte. Und es kann natürlich sein, dass Elton dadurch, durch diese Aktion, eine direkte Konkurrenz befürwortet hat von Pro7. Ne? Also das heißt, Elton war ja bei Pro7 angestellt und hat das vielleicht verheimlicht vor Pro7, wo Stefan Raab ja früher auch dabei gewesen ist. Vielleicht hat er mit denen ja jetzt nichts mehr am Hut und bildet jetzt eine direkte Konkurrenz dazu. Und jetzt versuchen sie halt einfach Elton loszuwerden im Sinne von, ja, du hast Scheiße gebaut, jetzt brauchen wir dich auch nicht mehr. Das ist zumindest meine Vermutung. Aber ist es halt eben Business. Business ist Scheiße, Leute. Das ist... So ist es halt. Ich muss da rüber, ne? Geh mal da hoch. Irgendwo hier vielleicht. Oh. Direkt hier was gesehen. Ist es das, was ich brauche? Nee, ist es nicht. Ja gut, aber wir suchen halt das andere Zeug. Oh, yeah, nice. Mike, du bist richtig gut zu was zu gebrauchen. Du. Ha, bitte. Yes. Ups. Sag mal, wie viel Zeug hier ist. Ja. Problem ist, dass Elton diverse neue 2015 Show bei RTL macht. Nicht nur
Altformat, die von ProSieben schon abgesetzt wurden. Ja, gut, Elton ist ja überall vertreten. Der ist auch auf dem ersten vertreten. So, jetzt haben wir das dritte. Genau. Jetzt brauchen wir noch das vierte. Und das vierte ist ganz oben links. Ich muss auf die Karte gucken. Also irgendwo hier wahrscheinlich, ne? Bei der Ödnis. Ja, gehe ich nochmal hier hin. Dann können wir uns hoch. Ah, dann kann ich euch mein neues Kreiertes zeigen. Das habe ich euch noch gar nicht gezeigt, ne? Ich habe ein bisschen was designt. Gobby, dankeschön! Vielen, 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 vielen Dank für 17 Monate. Krass, schon wieder so viel? Heftig, dass es schon wieder 17 Monate sind. Dankeschön, Gobby. Danke und hallo natürlich an dich. Danke, 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 danke. Hier, das habe ich neu kreiert. Das ist noch nicht ganz fertig, es ist noch im Umbau. Aber hier in der Wüste habe ich gedacht, mach mal so einen kleinen Wüstenspielplatz. So nach dem Motto. Hier ist das eben, das mit den Teetassen. Da, stimmt, da kann man jetzt benutzen. Das kann man ja jetzt mit Kamera benutzen. Oh, komm, machen wir das. Wie geht das? Benutze Kamera zum Einsteigen. Ja, hier, so. Achso, ich muss einfach nur die Kamera dann, warte, ich muss die Kamera einfach nur so benutzen. Oder wie? Nee, hä? Interagieren. Achso, da oben mit X, jetzt sehe ich es gerade. Es steht hinter mir, das könnt ihr nicht lesen, es ist mit X, ne? wird überhaupt nicht schlecht. ja, wir müssen den Modus ändern hier. Yay, guck mal. Guck mal, da kommt Mutter. Da kommt Mutter. Mama, guck mal. Ich bin in einem Karussell, Mama. Guck mal. Oh Gott. Mama, guck mal. Ich mache ein Selfie. Mama, wo bist du? Mama. Das gibt's doch nicht. Mama ist abgehauen. Mama. Geh nicht weg. Ach, da. Okay. Mutter weiß mehr. Ja gut, jetzt habe ich wenigstens ein Foto gemacht. Aber das ist geht, finde ich jetzt cool, dass du da reinsitzen kannst. Das kann man mit den anderen auch machen. Hier ist übrigens, also ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, was ich kreiert habe. Also sagt, es ist noch in der Aufbauphase, es ist noch nicht finalisiert. Hier kann man was essen. Hier ist eben so dieser Brunnen, wo man so ein bisschen ausruhen kann. Das wird auch noch neu gemacht, das habe ich nur provisorisch dahingestellt. Hier ist das Ding mit Dumbo. Da können wir auch gleich mitfahren, glaube ich. Und hier ist Bogenschießen, das kann man so hinten drin mal machen und kann man sich hier ein kleines bisschen stärken, ne, so. Oder die Eltern sitzen da, während die Kinder da Dumbo fliegen. Dann gibt es hier diesen schönen Brunnen noch, bei dem bin ich mir noch unsicher, ob ich ihn da hinklatschen soll, weil er wirkt ein bisschen pompös. Das Boot fühle ich eigentlich ganz gut da, mit dem Schatz hier, so ein Piratenschatz, wo die Kinder dran spielen können. Ja genau, also die Kinder spielen halt generell hier an dem Ding und da die Eltern sitzen halt wieder da. Und genau, so. Also eine kleine Spieloase halt, ne. Laura, wie bekommt man das Teetassenkarussell? Das gab es mal, genau, im Sternfahrt. Ryan sagt es, im Sternfahrt gab es das mal. Du müsstest allerdings warten, wenn du es haben willst. Es wird wahrscheinlich irgendwann auch mal wieder im Shop zur Verfügung stehen, weil die ja schon angekündigt haben, dass sie Sternfahrt-Sachen, die besonders groß und beliebt gewesen sind, dass sie die wieder in den Shop reinbringen. Also müsstest du es aber wie mit Mondsteinen dann kaufen. Ne? So, warte. Hier. Hui! Hände nach oben, Leute, sonst könnt ihr das noch nicht richtig genießen. Aber es ist irgendwie nicht richtig wahrheitsgetreu, weil normalerweise gehen die Dinger hoch und runter, aber ich gehe ja gar nicht hoch und runter. Warte mal. Also man kann nur so oder so. Also man gibt es nicht den großen Modus, wo man dann sehen kann, wie man drinnen sitzt. Mir wird schlecht. Oh Gott. Ja, wir lassen es jetzt. Hey, ach, die gehen ja gar nicht hoch und runter. Ey, dann wäre ich aber gerne in einem oberen gewesen. Hui. Wie diese Schnecke, ne? Toffi, hast du Hoffnungen auf einen Schlag in Star 4? Aber dann mit Optenhöfel? Ich guck das nicht. Entschuldigung, ist wirklich so. Ich habe das früher hin und wieder mal geguckt, als es mit Raab war. Schlag den Raab. Aber ich gucke es halt leider gar nicht. Also jetzt nicht mehr. Und von dem her, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es mir auch ziemlich schnuppe. Wenn ich es eh nicht gucke. Also Fernsehen ist bei mir sowieso kein Thema mehr. Ich habe Fernsehen bei mir, also die
Fernsehanbindung habe ich bei mir rausgestöpselt, weil ich es einfach nicht mehr benutze. Ich könnte digitales Fernsehen gucken, aber habe kein Interesse daran. Und von dem her, ich bin da komplett raus, was das Thema angeht. Ich habe eine Netflix-Serie gestern Abend zu Ende geschaut, die ich euch empfehlen kann, wenn ihr möchtet. Ne? Es ist die Netflix-Serie Heartbreak High. Ist halt Teenie-Humor. Die gab es auch schon mal in den 80ern oder in den 90ern gab es eine Serie, die Heartbreak High hieß. Und die wurde eben auf Netflix nochmal neu aufgelegt. Spielt in Australien. Und ist eigentlich nichts Besonderes. Ist hier nur so eine 0815 Teenager-Geschichte, die ganz am Anfang dann halt eben gewesen ist. Halt viel mit Teenager-Problemen halt. Die zicken sich gegenseitig an und dann gibt's wieder Schwierigkeiten, die Sexualität zu entdecken, bla bla bla. Die Jungs wollen immer nur das eine, die Mädchen wollen sich nicht von den Jungs die ganze Zeit immer nur als Fleisch sehen und so weiter und so fort. Also diese typischen Teenager-Probleme halt. Aber ich finde, diese Serie... Oh, ich bin doch gerade wieder hochgegangen. Da stand doch gerade, es ist nichts mehr da, oder nicht? Okay, ich guck doch nochmal. Diese Serie zeigt übrigens meiner Meinung nach eine wahnsinnig gute Entwicklung, so wie es eigentlich sein sollte im Leben heutzutage. Und was meine ich damit? Und zwar, da wird mit dem Thema sexuelle Orientierung absolut vernünftig und erwachsen umgegangen in dieser Serie. Und zwar nicht so, dass man hingeht und sagt, ja, okay, da ist jetzt jemand lesbisch, da ist jetzt jemand schwul, da ist sogar ein Asexueller dabei, also der gar kein Interesse an Geschlechtsverkehr hat in irgendeiner Art und Weise, sondern es wird zwar thematisiert, aber, was viel wichtiger ist, es wird nicht auf die große Waage gelegt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Auf die große Goldwaage. Es wird halt einfach akzeptiert. Weißt du, die müssen natürlich mit dem klarkommen. Also wenn sie jetzt sagen, okay, sie interessieren sich auf einmal für das gleiche Geschlecht. Nicht nur. Die meisten sind da tatsächlich, glaube ich, bisexuell. Müssen dann halt mit klarkommen. Müssen halt sich mit der Sache stellen und so weiter. Und dann müssen sie halt einfach damit klarkommen. Was ich aber so erwachsen an dieser Serie fand, ist die Tatsache, dass sie halt eben in der Schule dann... Ah, ich habe das letzte Stück gefunden. Geil. Dass sie dann in der Schule, da machen sie zum Beispiel einen Ausflug mit der Schule und sowas. Und dann ist das halt einfach so, dass die so sind, wie sie sind. Da wird zum Beispiel, sitzen sie im Bus und da fragt einer, ja gut, du warst doch jetzt zuletzt mit der einen zusammen. Bist du jetzt mit ihm zusammen? War quasi also mit dem gleichen Geschlecht. Und so, ja, wir sind jetzt zusammen. Ah, cool, ja, geil, weißt du? So ziemlich locker, ohne dieses ganze Hinterfragen. Oh mein Gott, der ist jetzt schwul, die ist jetzt lesbisch, das ist so weiter und so, sondern dieses eine, und genau da müssen wir ja irgendwann mal hinkommen in unserer Gesellschaft, dass man einfach akzeptiert und einfach nur logisch halt einfach rangeht, so nach dem Motto, du bist jetzt mit dem zusammen oder mit dem Dings, okay, dann bist du halt mit einer anderen Person zusammen, aber nicht dieses Hinterfragen, bist du jetzt schwul oder bist du lesbisch oder sonst irgendwas, sondern einfach akzeptieren, ja, das ist jetzt halt einfach ein Mann oder das ist eine Frau, das ist doch egal, es geht ja um die Person dahinter, ne? Und so. Und ich fand das eine sehr erwachsene, und es wurde nicht groß breit getreten, dass da irgendjemand was dagegen hätte oder so. Das wurde tatsächlich komplett gar nicht thematisiert. Es wurde nur gesagt, dass die Menschen an sich damit klarkommen müssen, dass die sich halt einfach auseinandersetzen mit der ganzen Geschichte. Und die Menschen drumherum, die haben das halt einfach akzeptiert und haben gesagt, ja, ist halt so, ne? Ist normal. So, als ob es normal ist. Und das ist auch toll so! So soll es sein! Ich glaube aber, dass das nicht passiert. Ja, es wäre schon schön. Aber gut, wenn wir solche Vorbilder-Serien tatsächlich hier haben, die das dann wirklich so rüberbringen. Ne? The Batman, I am, hallo! So. Hey Ursula, ich habe ein paar Sonnentropfenblüten gefunden. Ich packe mir an der Nase, meine Nase. Jo. Kannst du ein Armband des ewigen Sonnentropfens für Mutter Gotel herstellen? Ich hatte ja keine Ahnung, dass du jetzt Gotels kleiner Laufbursche bist, Tofi. Ja gut, ich war ja auch deiner, ne? Bist eifersüchtig oder was? Das ist eine einmalige Sache. Es hat nichts mit dir zu tun, Uschi. Es ist nicht so, wie du denkst. Da kommt Mutter Gotel. Die gönnen sich auch echt den Dreck unter den Fingernägeln nicht, ne? Ich arbeite nicht für Mutter Gotel. Und doch bist du hier und nicht das blonde Stück Seegras, das sie Tochter nennt. Interessant. Können wir uns bitte konzentrieren? Sag mir einfach, was wir noch brauchen, um es Armband zu machen.
Da du die Blüten hast, sollte es einfach sein. Traumscherben, endlos Steine, die das Licht der Vergangenheit einfangen. Ein paar Skelettfische und natürlich meine Bezahlung. Was willst du? Rapunzels Geheimnis. Die dürre Gestalt hat etwas Besonderes an sich und Gothel will mir nicht sagen, was es ist. Bist du eifersüchtig, weil sie so dünn ist? Bist du jetzt auch dünn? Mit dem anderen. Ich müsste sie eigentlich mal wieder umändern, ne? Dann sehe ich die richtige Uschi. Rapunzel ist eine Marionette, die durch Magie zum Leben erweckt wurde. Na, wobei, nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Es gibt kein Geheimnis. Ja. Gut, aber ich würde sie ja verraten, wenn es eins Geheimnis gäbe. Also das zweite passt ja irgendwie auch nicht. Trink was. Ja, ich trinke jetzt mal ein Stück Cola. Dankeschön. Wieder Energie. Prost. Hm. Ich habe gekleckert. Ich habe einen Bug in meiner Dose. Heute ist Bugtag. Nicht im Sinne von Backen, sondern Bugs, Käfer, Englisch, im Spiel und auch in meiner Dose. Die tropft. Das ist Ursula? Ja, eben. Vanessa heißt sie ja, aus dem Film. Da hat sie sich ja dann in einen Menschen verwandelt, um Erik zu bezirzen. Das kaufe ich dir keine Sekunde lang ab, Schätzchen. Denkst du, du kannst mir die Wahrheit vorenthalten? Nein, aber ich muss es versuchen. Wenn du nicht bezahlen willst, dann geh. Keine Bezahlung, kein Armband. Weißt du was? Ich habe jetzt die Liste der Zutaten. Ich wette, ich kann es selbst machen. Wir fühlen uns wie ein ganz großer Fisch, was? Denk dran, dass Gothel wütend sein wird, wenn du auch nur einen kleinen Fehler machst. Dann sollte ich etwas wohl besser etwas aufpassen, dass ich es nicht richtig mache. Danke, Uschi. Absolut nicht gern geschehen. Warte, da hat aber jemand eine Glückssträhne.